Ring, ring. Taxi time! Wilde Ficken! Ficken! Okay, ficken! Naja, dann war ich halt bei einem Vorstellungsgespräch für die Coupé, beziehungsweise für den Klaus Helbert Verlag, der halt die Coupé, die Blitzilu und noch ein anderes Schmudelheftchen rausgebracht hat. Das Vorstellungsgespräch lief überraschenderweise erfolgreich. Ich habe auch gedacht, ich würde hier mit Schampf und Schinde. Schimpf und Schande. Schimpf und Schande. Schampf und Schinde. Schampf und Schinde. Schampf und Schinde. Kino plus. Man kann die Charaktere wichsen. Entschuldigung. Man kann die Charaktere wechseln. Jetzt macht ihr mich wahnsinnig. Man kann sie wechseln. Wichseln. Ah, das ist doch jetzt anspruchsvoll. Das ist doch niemals, niemals. Wir alle wissen, wenn Mozzarella-Sticks im Spiel sind, muss man exakt die Backzeit einhalten. Denn sobald du auch nur 10 Sekunden drüber bist, kann es sein, dass diese wirklich leicht kittende Ummantelung aufplatzt und dieser Käse-Mozzarella-Strom sich auf das Backblech ergießt und dann bleibt zurück wirklich so eine schlaffe Hülle. Wie so ein Disco-Parkplatz, wo die plastikartigen Hüllen der Leidenschaft vom Vorabend sich einmal komplett über selbigen verteilen. Man weiß, sie waren mal prachtvoll gefüllt und Zeichen von Selbstbewusstsein und der Freude von mindestens 2 Menschen. Was übrig bleibt, ist einfach nur noch eine schlaffe Hülle mit ekliger Füllung. Das ist mir doch egal. Dann leben die halt zu... Was ist denn das für... Ey, was machen die da? Ey! Hallo, ich bin aber gerade nicht in der Öffentlichkeit. Hallo, geht nach Hause. Was macht ihr denn da? Hallo! Unglaublich. Am helllichten Tag. Das geht zu weit. Wie findest du Nils Brille? Sehr schön. Ich finde, Nils hat ein sehr schönes Gesicht. Und seine Brille passt perfekt zu seinen hohen Wangenknochen. Und seinem massiven, dichten Bart. Und seinem voluminösen Haupthaar. Schöner Mann. Würde ich empfehlen. 5 von 5 Sterne. Ich war auch kein Übeltäter beim Fußball. Das Schlimmste, was ich mal gemacht habe, ist, dass ich einem die Hose runtergezogen habe im Spiel. Und das war auch echt verdient. Hey, da. Wer bist denn du? Steffi. Hi, Steffi. Na? Wie geht's dir? Gut. Ja? Ich bin ein bisschen geil. Bist du ein bisschen geil? Okay. Und das trifft sich gut. Weil ich bin auch richtig geil gerade. Was hast du an? Ich ruf dich an. Nein, was? Ich will wissen, was du anhast. Du sollst mich noch geiler machen. Ja, ich weiß. Wo hab ich denn hier angerufen? Steffi, ich hab nichts an. Was hast du? Was hast du gerade mit deinem Finger gemacht? Servus, grüß dich. Hallo, ich wollte gerne geil gemacht werden. Aha, ich bin auch ein bisschen geil. Oh, okay. Was trägst du? Warum fragt das jeder im Pulli? Hast du nichts an? Hast du ein Dirndl an? Ja, ein sexy Dirndl. Okay. Du kannst aber aufziehen. Hey, hattest du bisher nur Idioten am Telefon? Oh mein Gott, ja. Keine Sorge, du bist endlich bei der richtigen Person angelangt. Ich höre es. Oh Gott, du bist... Die Person, die du die ganze Zeit gesucht hast. Jeremy, bitte. Papa, arbeite. Der ist so witzig. Was hast denn du an? Oh. Ich habe ein sexy Dirndl an. Ich auch, was für ein Zufall. Wir haben so viel gemeinsam. Deine Stimme hört sich so schön an. Papa, machst du schon wieder Schmutzsachen? Wer ist denn da im Hintergrund? Oh, hier ist niemand, keine Sorge, niemand belauscht uns. Okay, okay. Also machen wir weiter. Ich hab den Was würdest du denn gerne hören? Einfach, wie du Sachen aufzählst, die du alle schon gekauft hast. Ich hab zu Hause einen 72 Zoll Plasma-Fernseher. Oh, du darfst jetzt nicht switch spielen, Jerry. Warte mal, ich kann jetzt nicht. Du, dein Kind ist daneben. Mein Gott! Du. Liebe Best-of-Zuschauenden, wir bedauern es sehr, Ihnen mitteilen zu müssen, dass nun wieder Witze des Nils Boomhoffs kommen werden. Für Kopfschmerzen oder Nackenprobleme durch mögliches Kopfschütteln übernehmen wir keine Haftung. Viel Glück. Jetzt das Europa-Gags machen oder nicht, sie sind einen Punkt von Platz 7 entfernt. Sind jetzt seit, ich muss mal kurz gucken, seit 7 oder 8 Spielen ungeschlagen. Seit 8 Spielen sind damit haben die zweitlängste Serie nach Leverkusen, obviously, die noch komplett ungeschlagen sind. Und nach gute Zeiten schlechte Zeiten. Die sind seit Jahrzehnten umgeschlagen. In geilen Storylines. Ich weiß, musste der sich um alle seine 5 Geschwister kümmern, wurde aber dann entdeckt, ist nach Österreich gezogen, nach Wien, wo er dann auf Heiden getroffen ist, der gesagt hat, das ist ein... Weil als Christ, oder was? Josef Heiden. Jetzt sprechen wir erstmal
über ein aberkanntes Tor, was für viel Aufsehen gesorgt hat. Und zwar das Investorenmodell wurde aberkannt. Ich weiß, es ist brillant. Und wir alle freuen uns, dass es mich gibt. Vielleicht muss ich hier alle Neune, Zehne, alle Zähne. Oh, geiler Joke fürs Best-of jetzt. Pass auf, Mara ist nicht da. Wir können ihn jetzt einfach ins Best-of schmuggeln. Wie heißt ein Bowling-Club für Zahnärzte? Alle Zähne. Nimm das, Mara. Dieter? Der Dieter soll mir sagen, was ich zu tun und zu lassen habe? Welches Dieter? Dieter 4? Fritz. Sehr amüsant. Ihr seid, warte, vortrefflich ein Meister der Worte, werter Herr. Es ist der Alkohol. Ah, das muss ein gutes Getränk sein. Ich hätte auch gerne noch einen Schluck. Ich habe ein Rätsel für Sie. Was ist der Unterschied zwischen Australien und Ihnen? Ich weiß nur nicht, ob die Prinzessin das denn so gut findet. Australien ist Kontinent. Also man hat ja oft dann so eine glorifizierende Fantasie von einem Beruf. So war das bei mir, als ich Jura studiert habe. Das war ja so eine ganz rationale Idee. Was kann ich gut streiten, diskutieren, irgendwie so. Mhm. Wie dein Gehirn arbeitet. Nee, überhaupt nicht. Ich habe nur gerade gedacht, warum hast du Jura studiert und nicht Trias oder Kreide? Ja, komm. Das wäre doch auch eine Alternative gewesen. Ja, stark. Und ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Wenn wir den Narr jetzt töten, dann haben wir alle ein schönes Nahtoderlebnis. Mhm. Nett. Und hier sehen wir auf der Karte übrigens links, Pack steht ja für Pacing. Und jetzt wäre der Gag, wenn ich das eine Karte hätte, hätte ich zwei Pack. Mhm. Ich quasi Tupac. Na, bei dem finde ich gut. Ist keine Keule? Ich dachte, das wäre das Klo, man weiß es ja nicht. Außer Uke, der ist natürlich auch eine Keule, ne? Oh! Sehr gut. Endlich mal ein bisschen Stimmung hier reinbringen. Oh! Fabian Krani hier, wunderbar. Hauptsache es ballert. Vogel, Flügel, Vogel. Vogel, Babymann, Vogelspitze. Vogelhaus, Vogel fliegt. Treppen. Kleiner Vogel an der Hand. Kinderwagen? Familien. Ach so, Familienoberhauptvogel. Oh Gott. Vogel! Ja, was für ein Vogel! Ich weiß nicht, was! Papagei! Familienoberhauptvogel! Ja, es ist genial. Wo ist der hin? Der Monosynaptiker. Ja, komm, er war kommt ja. Hier. Bestimmt hat er die KI. Wahnsinn. Schwöre. Egal, ich gehe bei den Laus in Luigi's Bar. Da bin ich dabei. Okay, frag mich mal was. Wer war WM-Torschützenkönig der Weltmeisterschaft 1990? Rudi Bierhoff. Scheiße, Mann! Also du googelst dann mit deinem Internet. Hier drin. Kopfbrowser. Erwin Schrödinger. Richtig. Ingeborg Bachmann. Richtig. Gargamel. Gregor Mendel. Ja. Sigmund Freud. Ja, siehst du doch mal. Na, mit Wien, da kenne ich mich aus natürlich. Da gehe ich hin und raus. Ganz ehrlich, so lange habe ich auch gebraucht beim ersten Mal alleine spielen. Ach, länger. Junge, du Maschine! Oh, komm schon! Warum schmeißt du so weg? Entschuldigung, Messe. Okay, die Messe ist, glaube ich, alle sind wach. Weißt du, wie du klingst? Oh, die Fische sind fertig. Oh, die Fische sind fertig. Oh, ich habe für dich gekocht. Oh, die Fische sind fertig. Die Fische sind fertig. Von mir gar so klingst mehr. Du. Die Fische sind fertig. Weißt du, jetzt sind die Fische sind fertig. Das so hier, klingst du. Das so klingst du aus meiner Tag. Perspektive. Die Fische sind fertig. Geh ins Bett, Steffen. Geh ins Bett, Steffen. Zeit für die Federn. Gute Nacht. Aber der kommt nicht mit ins Bett. Der oh, kommt Mensch. Nicht mit ins Bett. Florentin. Gute Nacht. So, ich leg mich hin.
Mal gucken, wer dieses Mal nachts vorbeikommt. Das wird bestimmt wieder der lustige Hinke-Peter. Frag nicht nach dem Hinke-Peter. Hinke-Peter, Hinke-Peter. Komm raus, wir wollen spielen. Na, der Hinke-Peter kann heute nicht. Das kann nicht, der Hinke-Peter ist verletzt. Er muss für den Vater Besorgungen machen. Aber Heidi, Heidi, der Hinke-Peter muss dabei sein. Jo, wir spielen ohne Hinke-Peter. Ja, der Hinke-Peter muss sich ein bisschen ausruhen. Vater, bitte lass mich mit den Kindern spielen. Nein, Peter. Ja, Hinke-Peter, hast du die Ziegen schon gemolken? Na? Ich glaube halt nicht, dass er macht das schon sehr lange. Er macht das schon sehr gut. Ich weiß also, auch nicht. Das, halt, das, was bei Esther so auffällig war, dass da gar nichts war. Wenn bei ihm was wäre, wäre das halt ungewöhnlich. Wir killen jetzt! Nein, also. Nein! Etienne wusste sofort, dass es Sophia ist. Ach, so ein Bullshit. Ich bin's nicht, sie ist es nicht. Das heißt, 3 von 5 sind's. Hasel habe ich eh schon auf dem Zettel gehabt. Nils ist auch wieder so ruhig heute in dieser Runde. Normalerweise immer am Mitdiskutieren, sagt kein Wort. Ist klar, auch ein Wolf. Ich kann's eh sagen, weil ich eh getötet werde. Nils hat auf dich gezeigt, wahrscheinlich, weil er wusste, dass wir alle auf Jasper zeigen, um dich aus der Schusslinie zu nehmen. Also bist du auch ein Wolf oder du, weil du gerade so dumm gelacht hast. Esther habe ich nicht drauf. 3 von euch 4 sind 3 Wölfe. So, jetzt könnt ihr mich umbringen. Leck mich am Arsch, wir haben eh schon verloren, weil hier ich mit den Dorfdeppen zusammen Jasper, 4 Leute. Und die Hexe macht gar nichts. Was ist eigentlich mit der Hexe los? Ja, aber die hat doch schon geheilt. Wann? In der ersten Runde. Ist doch stimmt, die Hexe ist cool. Also du magst Lumpen. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so oft benutze, aber ich finde, das ist einfach ein schönes Wort. Lumpen, lumpig. Intrinsisch sagst du gerne. Ja, ja, das stimmt. Das sage ich manchmal, weil das ist für mich, das mag ich auch, das Wort. Also das ist oft einfach, es passt einfach oft, finde ich. Ich sag gerne Hurensohn. Ja, ist auch super. Ist auch schön. Es schwingt auch irgendwie so am Anfang ein bisschen hart, aber nach hinten wird es schön weich. Ja, nee, das mag ich auch. Ja. Ja. Wir sind erwachsen geworden. Machen wir wieder was mit Penissen? Ja. 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 Penis, 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 Penis. Ey, was ist denn das hier für eine Scheiße? Hier ist eine Ritze. Hä, das macht überhaupt keinen Sinn. Einfach mal einem guten Freund auch mal die Hand geben zur Begrüßung, das ist eine ganz normale Geste. Ohne Hintergedanke. Einfach eine ganz normale Begrüßung, wie das 2 Menschen normalerweise auch machen. Verpiss dich jetzt hier aus dem Raum! Geh raus und ich will dich nie wieder sehen! Das sollte klar sein. Das ist der schlimmste Mensch der Welt! Ganz ehrlich, ich mag dich so überhaupt gar nicht. Nee, ich mein's ernst, ich finde dich richtig, richtig nervig und du stinkst ein bisschen. Ich weiß, die sagen es dir nicht, aber ich find's einfach richtig gut, wenn du gehen würdest. Nee, jetzt nicht heulen, einfach geh. Deswegen mag ich solche sozialen Spiele eben nicht. Sorry, jetzt muss ich was sagen. War Upsakalypse. Komm her zu mir. Patsch, 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 patsch. Warum gehst du denn nicht zum Ausgang? Ich dachte, ich habe erst 2. Du hattest 3 die ganze Zeit. Du hattest alle Wege. Alle Wege sind zum Ausgang geführt worden da. Und du gehst da nicht rein. Der Chat schämt sich schon. Oh nein. Das ist das Problem. Ich hab's gehört. Ich wollte aber nichts sagen, weil ich nicht sicher war. Sind wir bereit? Passiert das jetzt? Die Nacke da ist. Spielen wir jetzt PUBG. Okay, auf 3? Leute. Ja. 1, 2, 3! Das ist es! Dankeschön! Ich hab keine Ausdauer mehr! Das wird nichts, Leute! Das wird, das wird überhaupt nichts! Alter, Kinder, perfekt! Hey, nice! Nice! Und jetzt schießt du da. Da hat die C4-Dinger ab. Die hier meinst du einfach. Snake, respawn! Snake! Ja, aber das hat er gesagt, dass wir das machen sollen. Another one! Another one! Okay. Feuerwehr, Feuerwehr, Feuerwehr. Ja, ich komme. Die Tiere werden alle sterben, wenn wir sie nicht löschen. Ja, okay. Oberbrandmeister, zur Bekämpfung antreten. Jawohl, Kommandant. Hilfe, Hilfe. Ja, wir kommen ja schon. Ach was, jetzt regnet's?
Ernsthaft, wo ich der Held sein wollte, jetzt fängt es an zu regnen. Ach, hör doch auf, leck mich doch. So, wie viel ist hier drin? Was ihr? Ich sage 25 Euro. Ich muss einmal gucken. Ich sag 40. Es sind 26 Euro. Ach, scheiße. Ein Nashorn. Schlange. Ein Rubin. Rubinanhänger, Edelstein. Die sind vom Aussterben bedroht. Die häuten sich. Ich nehme mal das vierte noch. Ja, den kann ich jetzt gar nicht, leider. Übergewichtig. Rubin, selten wertvoll, unglaublich wunderschön. 5 Sekunden. Schlange. Ich möchte lösen, das sind alles Dinge, deren Wert über 1 Million Euro geschätzt wird. Häng mal an meinen Lippen, häng mal so richtig an meinen Lippen. So wie früher, wenn ich ein Referat gehalten habe bei dir. Ja, genau. Ich sage, hör mal ganz gut zu. Hör mal ganz gut zu jetzt. Was der gute Lars-Erik Pausen sagen wollte, war, dass ihr doch dem Rocket Bean Supporters Club beitreten sollt, weil ihr damit Formate wie das Best-of unterstützt. Und was der Lars-Erik Pausen sagt, wird ja wohl stimmen. Danke. Du bist so schlau. Eine Schätzung. Du bist so schlau, Lars Paul. Ekel, Furcht, nee, Angst, Empörung, peinlich? 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 Wenn man es langsam ausschnippelt. Reden. Blödsinn? Blödmann? Weiter. Blöder. Wir präsentieren ihn. Singende Bohnen. Chicken Time, Chicken Time. Alle stehen auf Chicken Time. Füll sie am besten alle direkt in den Eimer ein. Dann sind sie knusprig und heiß, wie jeder weiß. So schmecken sie den Kindern und auch dem Kreis. Mike Mitchell sagt euch Chicken Style. Bop, 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 bop. Chicken Style. Happy Birthday to you. Aber es ist doch nicht Geburtstag. Ja. Doch, doch, es ist Geburtstag. Es ist Geburtstag to you. Ja, oder? Happy Birthday to us. To us. Happy Kino Birthday, liebes Kino Plus. Happy Birthday to you. Salami, Salamo, Salalalala, Mexiko. Oh, viva Salalamo. Häng dich drauf. Häng dich dran. Wir fahren hoch. Auf den Berg. Wir fahren wieder runter. Der Berg ruft. Es ist eiskalt. Schnell, schnell, schnell. Aber im Herzen warm. Skischuh, Schmerz. Du hast schöne Schuhe an. Currywurst mit Pommes. Ski in den Arsch. Immer Esches landet immer irgendwas. Das ist nun wirklich... Frisch aus dem Tier geschnitten und dann einmal durch die Panadestraße geritten. Kommt danach der leckere Schlitten mit der Endstation in meinem Mund. Mit der Endstation in meinem Mund. So gingen wir damals ab in den 90ern in der Disse. Da ging's richtig ab hier, wirklich. Hardcore-Techno. Die Rave-Bass wird eingelegt. Es ist Pizza-Time, Pizza-Pizza-Time, Pizza-Time, 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 oh yeah. Zieh dir die gute Mike Mitchell rein, mit Salami und mit roten Zwiebeln. Mann, ist fein. Oh, sie isst, kommt heiß aus dem Ofen raus. Hoffentlich wird's ein Spaß.